unter meine Decke. Da war ich 30 Jahre alt. Und ich habe diesen Song damals geschrieben an einem Sonntagnachmittag mit meiner Freundin im Bett. Sie lag, ich hatte ein sehr breites Ehebett. Sie lag da hinten in der Ecke und ich lag da in der Ecke. Und plötzlich sage ich zu ihr, es war an einem Herbsttag, komm mal unter meine Decke, lass uns ein bisschen kuscheln. Und in dem Moment dachte ich, komm unter meine Decke, was für eine schöne Zeile für einen Song. Ich habe gesagt, bleib ja da liegen. Ja. Und so habe ich den Song geschrieben und ich habe sie heute wieder gesehen in der ZDF-Parade als Wiederholung. Sie war da neben mir, sie hieß Gabi, war Medizinstudentin. Also entstehen manchmal Lieder, ja. Stimmt's? Auch in seinem Keller habe ich sehr viele Lieder geschrieben, weißt du noch? Manchmal habe ich sogar dabei geweint, so war das so schön, ja, wunderbar. Er ist mein Freund, wir kennen uns schon seit 50.000 Jahren. Hallo, ja, dieses alte Song von Johnny Cash, die sogenannte Story-Song. Ich habe ihn natürlich nicht verstanden in Englisch, weil er hat so schnell gesungen. Dann habe ich den Song übersetzt in Deutsch. Es ist ein Song über einen Jungen, der gerne einen Mercedes-Benz haben will, aber kein Geld hat, ihn zu bezahlen. Er kriegt keinen Kredit von der Bank. Und so entschließt er sich, einfach bei Mercedes-Benz am Fließband zu arbeiten und jeden Tag, wenn er nach Hause kommt, ein Stückchen zu klauen. Ja? Das heißt, der Song ein Stückchen pro Tag. Ich kam von Hannover nach Württemberg, ganz Fließband dran in einem Autowerk. Ich brauchte Geld, denn ich war wieder einmal klar. Und ich sah die Luxuslimousine jeden Tag am Vorüberziehen und verdammt, so ein Ding, das würde ich auch ganz gerne haben. Und ich fasste da um einen großen Plan. Ich schmuggel jedes Treiber immer nicht an, in der Butterbrotbox Stück für Stück was er verbringt. Und erwischt man mich, was soll das schon? Ist da ein Weltmensch schon in Pension? Und außerdem verlasse ich mich auf mein Glück, weil ich doch mit dem Fett. Ich nehme nur ein Stück im Butter, und das lasse mich keiner machen. Und irgendwann, da bin ich auf alles. Meine Nachbarn stehen schon mal da, wenn ich ganz stolz durch die Straßen fahre. Mit meinem neuen Luxus-Automobil. Hat er die Story verstanden? Ich steppe ganz frech, hab ich schon Teil vom Bodenblech. Die Kühler grillen mit dem Mercedes, ja. Den Motorblock mit der Kupplung dran, schnell ich raus mit dem Mann. Stunde harte Arbeit, gut und gern. Und ich schreib automatisch unter Differential, wenn ich schwamm während der Betriebsratswahl, kam heimlich aus dem Ersatzteilmagazin. Und ich schraub und geh durch kleine Kammer. Ich in der Wohnbox unter meinem Arm und die Wände traurig bei meiner Tasche. Und ich nahm den Betriebsrohr und den Tank, die Räder und die Walze und die Polsterbank und die Blinke und die Winke und das Abschlussseil. Aber nie zu sein, damit ich in den Sinn, immerhin zieht sich das über Jahre hin. Und außerdem glaub ich doch immer nur ein klitzekleines Teil. Ich bin nur ein Stück Butter, und ich lasse mich deine Mann. Und meine Nachbarn stehen schon da, wenn ich stolz durch meine Straße fahre, mit meinem neuen Luxusautomobil. Und jetzt kommt der Gag. Wofür ist dieser Song hin? Zuerst ging's gut zu meinem Erstaunen, bis ich anfing, alles zusammenzubauen. Da merkte ich, irgendwas haut hier nicht richtig fehl. Denn der Motor war von einem 60er-Typ, von einem 70er Kanantrieb und vom 80er der Chrom und der Fehlefanz. Und gab ich Gas, ging der Scheinwerfer aus und trat ich auf die ganze Flucht, die Windschutzscheibe aus. Und das Heck, das wackelte wie ein Entenschwanz. Im Großen und Ganzen was Neues geschreit. Links war eine Tür und rechts gleich drei. Doch mit Spachtel und Hammer habe ich alles wieder passend gemacht. Ich fand das alles ganz, ganz schön. Meine Nachbarn sagten, Mensch, lass uns mal eine Runde drehen. Und meine Frau hat mir sich beinahe totgelassen. Und beim Fünfter sah man überhaupt nicht klar. So lang war noch nie ein Prüfungsformular. Und sie meinen, hey Gabriel, wo hast du diese Schaugewerbe her? Ich nahm nur ein Stück Butter und es kostet mich keine Mann. Und irgendwann, da bin ich aber am Ziel. Und meine Nachbarn stehen schon da, wenn ich ganz stolz durch meine Straße fahre. Mit meinem neuen Luxus-Auto.
Prüfer vom technischen Überwachungsverein. Sie wissen nicht, was das für ein Gerät ist. Ich werde Ihnen jetzt mal sagen, was das für ein Auto ist. Pass mal auf. Das ist ein 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70. Los, wir sagen, und ich, hey! Das ist ein 61, 62, Ja, aber es ist auch eine geniale Übersetzung, würde ich sagen. Ja, aber wirklich. Ich bin ja auch das in meinem Leben zu was Nutze gewesen. Das bist du glücklicherweise immer noch. Aber das ist auch großartig. Ich bin jetzt 75 Jahre alt, dass man überhaupt diese Scheiße noch aus dem Kopf rauskriegt. Ja. Ohne dass aber man das auch mal behalten kann. Ja, das ist doch großartig. Ich habe jetzt Heino gesehen, der ja jetzt Rammstein singt und so. Der hat ja einen Teleprompter, der ist ja 30 Meter breit. Und hier ist einer, der sehr oft im Radio gespielt wird. Der heißt, es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war. Ja. Und der eine oder andere kennt den Song vielleicht. Wenn er die erste Vers hört, die erste Strophe hört, die erste Zeile hört, da gibt es so junge Bengel, die sagen, was redet dieses Arschloch von Gabriel da für einen Quatsch? Ich sage euch, jeder Satz stimmt hundertprozentig. Und jetzt kommt die erste Strophe. In Dor, ja. Für 35 Pfennig gab es damals noch einen Liter Benzin. Das Fernsehen war schwarz-weißes Gras, war immer noch grün. Wir liefen uns noch ohne, weil ich da auch an Frankfurt war. Jetzt kommt's. Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war. Die Autos wurden 100 Tempolimit, gab's noch nicht. Auf der Straße liegen Kinder und die Zechen waren noch nicht dick. Es gab noch keine Euro-Checks, wir zahlen, was wir brauchen war. Und jetzt kommt's. Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war. Es gab eine eigene Zukunft ohne Angst und ohne Frust. Kein Ozonloch und kein Schneesturm mitten im August. Das Leben lag noch vor uns, die große Tombola. Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war. Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war. Diese Jungs da hinter mir, die können jeden amerikanischen Song, aber einen vernünftigen deutschen Song können sie nicht begleiten. Trotzdem Applaus für die Jungs, ja? Die den Song dann niemals in ihrem Leben gehört haben. Es wurde noch gebetet, sonntags war die Kirche voll. In die Schule gingen wir immer gern und ohne Groll. Statt McDonalds, dicke Kinder, Mama, Dammes, Mangel, Würfel von Mama. Hey! Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war. Der Boss ist Adenauer und er hatte einen Bordschatzbrief. Und zum Heisein brauchte man kein Kokain. Und Papa weiß, der schwarze Mister Papa wohnte für das neue Jahr. Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war. Wir lebten unter einem Dach und sparten für ein VW. Tutti Frutti gab es auch mal ein Lied von Elvis Presley, Memphis, Tennessee. Die Zeiten waren rosig, Arbeit war für alle da. Es war nicht alles
schlecht, was früher einmal gut war. Oh, 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 es war nicht mehr schlecht, was früher einmal gut war. Das ist der Schluss, den ich immer gesungen habe in dem Musical Hello, I'm Johnny Cash. Wir haben das Musical zweimal mal gespielt, auch in Österreich, in der Schweiz und natürlich besonders in Deutschland. Und ihr wisst ja, mein großes Vorbild war natürlich immer Johnny Cash. Ich kannte ihn 25 Jahre. Ich war bei ihm zu Hause in der Küche. Ich weiß sogar den Lokusdeckel, welche Farbe der hat. Ja. Und ich habe auch in seiner Bibel geblättert und ich musste staunen. Jede Seite in der Bibel war mit Kugelschreiber unterstrichen. Jede Seite. Rot und grün auf Farbe. Ich werde es nie vergessen. Ich habe mit ihm durch ein Mikrofon gesungen. In vielen Städten, auch hier in Hamburg natürlich, im CCH. Aber als ich ihn sah, 14 Tage vor seinem Tod, ich sagte ihm nichts. Du hast ihn nicht mehr wiedererkannt. Er war nicht mehr wieder zu erkennen. Er hatte keine Haare mehr. Er ging etwas gebeugt. Und er brauchte eine Gehhilfe und ein Kindermädchen, das ihm half, aus dem Wagen auszusteigen. Es war bitter. Und der Junge war 2 Jahre jünger, als ich heute bin. Warum ist er so früh gestorben? Warum ist Elvis so früh gestorben? 42 Jahren. Wie kann man mit 42 Jahren sterben? Jimi Hendrix 27. Janis Joplin 27. Der ist auch schon ganz schlecht. Amy Winehouse 27. Ja, aber warum ist das so? Da ist doch was schiefgelaufen, oder? Da ist was schiefgelaufen, ja. Schluss jetzt. Love is a burning thing that makes a fiery ring. Bound by why decide I fall into the ring of fire. I fell into the burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went high. Burn, 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 the ring of fire, the ring of fire, won't die. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Guitar play the song. Burn, burn, the ring of fire, the ring of fire.